Schlimmer als körperliche Krankheit. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Johannesevangelium. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Heute betrachten wir das große Zeichen Jesu, wie er mit seinem allmächtigen Wort einen Mann heilte, der 38 Jahre lang sehr schwer krank war. Nach seiner Heilung warnte ihn Jesus vor dem Schlimmeren, das ihm zustoßen könnte. Verdutzt können wir uns fragen, was kann es denn Schlimmeres geben, als 38 Jahre schwer krank zu sein? Wenn wir dann hören, wie undankbar sich der geheilte Jesus gegenüber benommen hat, dann ist klar, das Schlimmere ist die Trennung von Jesus, der eben nicht nur den Körper heilen, sondern der Seele ewiges Leben schenken möchte. So betet der Priester still vor dem Empfang der heiligen Kommunion, Herr, lass nicht zu, dass wir jemals von dir getrennt werden. Oder der Empfang deines Leibes und Blutes, gereich uns nicht zu Gericht und Verdammnis, sondern zu Segen und Heil. Der heilige Paulus ruft uns zu, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Und antwortet, all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Ja, bitten wir Jesus darum, dass wir niemals von ihm, seiner Liebe und seiner Gnade getrennt werden. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, uns heiligen Schutzengel, Namenspatronen, der aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, euer Hab und Gut getroffen haben und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen, Orten, ihr schlechten Schriften, Filmen, Bildern, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wenn wir uns von dir, deinen Geboten, deiner Liebe durch die Sünde getrennt haben. Wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Lass uns ganz eins werden mit deiner Liebe. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Krankheiten, Bedrängnissen, all euren Nöten und Sorgen, all euren Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.